Paul de Sinéville, übersetzt Hochzeit aus Liebe. Dieser Unterricht ist eher für Fortgeschrittene, aber ich zeige dir ein paar Tricks, damit du das Lied schneller lernen kannst. In diesem Unterricht lernen wir die ersten vier Takte, erstmal linke Hand und rechte Hand separat. Wir können erstmal zusammen feststellen, welche Tonart ist das. Wir haben hier zwei Bs. Um das festzustellen, legen wir Daumen von der linken Hand auf C und zählen nach unten bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben unten F. Also, wenn wir ein B hätten, dann wäre das F-Dur. Aber wir haben zwei Bs. Dann nochmal, statt kleinen Finger legen wir Daumen und zählen wieder bis 5 nach unten. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir unten H. Das ist dann also H-Dur. Beziehungsweise im Schlüssel haben wir ein B statt H. Deswegen B-Dur. Okay, also ist das entweder B-Dur oder parallele Moll. Von B-Dur können wir Moll auch abzählen. Dafür zählen wir eineinhalb Töne nach unten. Also halb, eins, eineinhalb, G, G-Moll. Entweder B-Dur oder G-Moll haben wir hier. Und erster Akkord ist hier von G. Das ist dann also G-Moll. Super! Wir haben dafür noch ein extra Video, wie man am schnellsten Tonart bestimmen kann. Du kannst gerne unter diesem Link das nochmal wiederholen. Und wir legen los. Also, wir haben hier Tonart G-Moll. Unser Hauptakkord ist also G, B und D. Merken wir uns diese Töne. Also G, B und D. So. So werden wir das nicht vergessen. Das ist Hauptakkord oder Tonika. G-Moll ist unser Tonika. Und rechte Hand fängt mit G an, aber nicht erste Oktave G, sondern zweite Oktave G. Von dort fangen wir an und spielen zweimal G, mit dem Zeigefinger am besten. Danach gehen wir höher auf A. Auch zweimal und noch höher auf B, auf diese schwarze Taste, weil im Schlüssel hatten wir auch ein B. Super, also nochmal zusammen. G, G, A, A, B, B. Und jetzt gleicher Weg wieder zurück. Jetzt wieder runter A zweimal und G zweimal. So ein kleiner Hügel, rauf und runter. G, G, A, A, B, B, A, A, G, G. Okay, und jetzt müssen wir tiefer gehen und spielen dieses D. Also auch diese Note vom G-Moll-Akkord. D zweimal. Da sind nämlich zwei Tasten dazwischen. D, D. Super. Und jetzt stellen wir vor, wir haben das nicht, diese Hilfe. Wir müssen selber finden, dieses D. Also zwei dazwischen, merken wir uns. G, G, A, A, B, B, A, A, G, G. Übersprungen und D, D. Sehr gut. Und dann gehen wir noch tiefer. Dafür nehmen wir den zweiten Finger rüber und auf B.
zweimal. Und dann noch tiefer und dann auf G. Mit dem Daumen. Merkst du, wir haben die Töne von G-Moll runtergespielt. Also nochmal. Also jetzt haben wir schon fast den ganzen Takt gelernt. Fehlt nur noch ein paar Noten zum Schluss. Also machen wir nochmal. Dann müssen wir wieder auf B gehen. Nach oben zweimal. Und ganz zum Schluss kommt einmal mit dem kleinen Finger F. Mal was anders, ja? Weil im zweiten Takt spielen wir so. So. Also, zweiter Takt fängt mit F an. F, S, S, D. Und dann so eine Schleife. S, F, S, D, S. Also S dann höher, S dann tiefer, S. S, F, S, D, S. Das ist so eine Schleife. Jetzt versuchen wir nochmal alles zusammen. Okay, also wir haben Tonart G-Moll, deswegen suchen wir G zweite Oktave mit dem zweiten Finger. Zweite Oktave mit dem zweiten Finger. Und jeweils zweimal, kleine Hügel nach oben, nach unten, Töne von G-Moll, zwei übersprungen. Dann gehen wir zurück auf B. Und zum Schluss einmal F. Das müssen wir uns merken. Muss man hier ein bisschen strecken, damit kleiner Finger auf F passt. Und jetzt zweiter Takt. Wieder F. Dann zweimal S. D. Und jetzt schleifen. S. Im Grunde liegt das alles hier gemütlich. Versuchen wir jetzt ein bisschen schneller von Anfang. Und jetzt ohne unsere Hilfe. Merken wir uns, ja, diese Töne. Müssen wir dann abwärts spielen. G, zweite Oktave, zweiter Finger. Zweimal F. Zweimal S. Einmal D. Und Schleife. S, F, S. Dafür brauchst du ein paar Tage. Einfach nur so rauf und runter spielen und versuch dich mal dann irgendwann mal zu entspannen. Da liegt alles gemütlich, da müssen wir gar nichts bewegen. Aber hier einmal Überschlag auf die Schwarze. Und jetzt einmal strecken. Und fünfte und vierte Finger sind eigentlich sehr schwach. Es kann sein, dass du dich da nicht ganz so wohl fühlst. Aber das ist normal. Also F zweimal, S zweimal. Da muss man sich da ein bisschen zwingen, damit vierte Finger auch steht. Schau mal bei mir.
vierte Finger steht, also nicht liegt, nicht so flach, sondern der ist bei mir so. Also steht auf der Fingerkuppe. Und fünfte auch. Das ist übrigens eine gute Übung dafür. Sonst haben wir in unseren Stücken nicht so oft 5, 5, 4, 4. Deswegen nutzen wir das aus. Hier 5, 5 richtig so gekrümmt haben und 4, 4 auch. Und dann 4, 5, 4, 3, 4, unsere Schleife. Also diese Stelle ist echt nicht so angenehm zu spielen. Ganz schön fies für vierten und fünften Finger. Aber versuchen. Wenn es klappt, dann gut. Aber wenn nicht, dann wir können auch in Etüden das ganz gut lernen. Damit alle Finger richtig alle stehen können. Hier ist einfach nur vielleicht kurz dran denken. Ja, das war die rechte Hand. Und jetzt in der linken Hand haben wir also G-Moll-Akkord. G. Unser G1 ist hier. Wir brauchen aber klein, groß. Von da starten wir. G. Und danach, die Töne von G-Moll sind G, B und D. Ja, haben wir am Anfang gesagt. Und wir brauchen B nicht, aber D als nächstes. Dann legen wir auf die zweiten Finger. So. Jetzt haben wir Daumen noch frei. Wir spielen G, D. Und dieses B, was wir hier weggelassen haben, kommt oben eine Oktave höher mit dem Daumen. Ups, das ist so breit, aber du kannst dafür kleinen Finger loslassen. Und schon klappt das. Ellbogen ruhig zu sich, so ein bisschen. Und helfen den kleinen Daumen B zu schaffen. So ein bisschen nach rechts. Super, das brauchen wir. Also G, D und ein bisschen helfen, kleinen Finger loslassen und B mit dem Daumen. Okay, üben wir das ein paar Mal. Okay, komisches Gefühl, ich weiß. Aber ruhig loslassen, dann geht es. So, wenn das klappt, dann müssen wir einfach abwechselnd spielen. Wieder D und dann wieder B und wieder D und wieder B und wieder D. Insgesamt müssen wir 8 Noten haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war schon erster Takt. Super. Im zweiten Takt wiederholen wir das Gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und im dritten Takt bis 6 müssen wir abwechselnd und dann wieder von unten bis 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Im Grunde die gleichen Töne, aber in diesem Takt haben wir nicht wie früher bis 8, sondern 6 plus 4 sind 10. Dieser Takt ist länger als Takt vorhin. Interessant, ja? Deswegen ist dieses Stück so ein bisschen anders und das hört sich auch sehr schön an. Die Takte sind nicht gleich lang. Okay, vielleicht wiederholen wir erstmal ersten, zweiten und dritten Takte. Erstmal bis 8, dann nochmal bis 8 und dann 6 und 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder von unten. 1, 2, 3, 4. Okay. Später, wenn die rechte Hand kommt, dann lernen wir das etwas genauer. Und im vierten Takt gleiche Position, was wir jetzt gelernt haben von G. Das gleiche nur von C.
Und dann sind die Töne C, S, G, aber wir spielen dann S nicht hier, sondern eine Oktave höher. Also C, G und wieder strecken mit dem Daumen, kleinen Finger loslassen, S. Und dann wieder zurück. Und dann nicht mehr abwechselnd, sondern nochmal von unten. C, G, okay, das ist das, was wir im vierten Takt lernen müssen. Also C, G, S, G und nochmal von unten. C, G, einerseits ist es nicht schwer, aber man muss aufpassen, bis wie viel Mal immer zählen muss, ja? Also im ersten Takt bis 8, im zweiten Takt bis 8 abwechselnd, im dritten Takt erstmal bis 6, dann wieder von unten und im vierten Takt C, G, S, G und nochmal C, G, S, G. Okay, jetzt spiele das einmal langsam, alles komplett. Ersten Takt. Der Takt wird länger sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Und vierter Takt von C. 1, 2, 3, 4. Und nochmal von C. 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt etwas schwieriger, weil man hat keine Orientierung. Wenn die rechte Hand dazu kommt, sie wird uns ein bisschen helfen. Dann wissen wir, welche Melodie mit welcher linken Hand dann gespielt wird. Aber erstmal kannst du vielleicht diese Abstände generell lernen, dass man hier kleinen Finger loslässt und Ellbogen ein bisschen zu sich bewegt und hilft den kleinen Finger auf B und von C das Gleiche. Also Ellbogen muss hier immer sich bewegen. Hier ist Ellbogen normal. Und dann, wenn wir mit dem Daumen rechts spielen, dann Ellbogen ist immer bei uns, also hier direkt am Körper. Und so haben wir mit dem Ellbogen immer solche Bewegungen. Also 1, nochmal von G. 1, 2, 6. Nicht übertreiben, aber nur ein bisschen. 1, 2, 3. Wenn wir den kleinen Finger nach links spielen, also hier unten spielen, dann mit dem Ellbogen sind wir ganz links eigentlich, weil kleiner Finger ist auch schwach und auch klein. Deswegen müssen wir ihm auch helfen. Dafür gehen wir mit dem Ellbogen nach links, so richtig, damit fünfter Finger sich ein bisschen gestärkt fühlt. So. Und dann zu Daumen nach rechts Ellbogen und kleine Finger nach links Ellbogen. Nicht künstlich, aber so, dass du dich wohlfühlst und deine Finger sich wohlfühlen. Diese Bewegungen sind eigentlich unvermeidbar. Gute Übung auch. Ach so, noch eine Sache. Vielleicht kannst du das nicht so laut spielen, sondern eher oberflächlich. Also ganz, ganz leicht, weil später kommt die rechte Hand in den Vordergrund. Deswegen linke Hand muss nicht so brummen, sondern eher versuchen, dezenter zu spielen. Gleich von Anfang an lernen wir das etwas leichter. Da muss man Luft anhalten, sonst klappt das nicht. Also so ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, wie das ankommt, aber wenn ich ganz normal spielen würde, würde das so klingen.
spiele eher leiser. Ich weiß, das ist schwer, aber du kannst trotzdem versuchen. Vielleicht zur Seite schauen und gar nicht auf die Finger, damit man besser entspannen kann. Ich weiß, das ist schwer, diese Schwarze zu finden. Muss man dieses Gefühl irgendwie haben, diese Abstände speichern. Bei mir ist das gespeichert. Versuch mal. Spiel mal das mehrmals, damit du dich zu diesen Positionen gewöhnst. Und das muss fließen. Also wenn man fliegen würde, so ganz schnell. Man kann nicht langsam fliegen, sonst geht man runter, aber muss ganz schnell. Dann klappt das besser. Und von C. Das war's. Sehr schön. Jetzt haben wir linke Hand auch gelernt. Und rechte Hand können wir jetzt auch. Die Schleife ist schön. Klingt irgendwie orientalisch. Sehr schön. Wir haben schon richtig viel gelernt. Also das Ganze spielen wir jetzt in G-Moll mit zwei Bs und wir haben zwei Akkorde gespielt. G von G und von C. C ist übrigens unser Subdominante, die vierte Stufe. Also wenn man von G bis 4 zählt, G, A, H, C, dann haben wir vierte Stufe Subdominante. Sehr gut. Ja, und in der rechten Hand ganz viele Töne, wunderschöne Melodie. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, viel Freude mit diesem Stück. Und die Fortsetzung findest du auf meiner Internetseite www.hobby-piano.de. Ich freue mich schon. Bis bald! Musik